Hallo liebe Freunde, es geht um das Thema Stilllegung von Wohnwagen, jetzt die Entleerung des Wasserkreislaufs. Die Wasserleitungen befinden sich überall im Wohnwagen, zum Beispiel hier, rot und blau. Um die Kreisläufe zu entleeren, sind zwei Dinge ganz wichtig. Erstens müssen alle Wasserhähne geöffnet werden. Dann hört man ein Geräusch, das Wasser fließt zurück. Das gleiche gilt auch für die Dusche. Normalerweise bei der Benutzung ist dieser kleine weiße Hahn geschlossen. Jetzt öffnet man diesen weißen Hahn. Darunter befindet sich eine Ablassöffnung. Das ist jetzt der Frostwächter. Er ist jetzt geschlossen. Das bedeutet, dieser kleine Stift hier oben, da ist ein kleiner Stift drin, der ist ganz drinnen und er ist quer. So, wenn man ihn entleeren möchte, dann dreht man einfach diesen Hebel hier oben. Der Stift springt nach oben und dieser kleine Stift rastet aus und das Wasser läuft jetzt nach unten ab. Zum Schluss denkt bitte dran, man hat ja noch einen Wassertank. Dieser hier ist unter der Sitzgruppe und der muss ja auch noch entleert werden. Und dazu öffnen wir diese kleine Revisionsschraube, also diese Öffnung. Dann sieht man hier unten einen kleinen Stopfen, den zeige ich euch gerade mal. Den kann man einfach ziehen, indem man hier an diesem Ring zieht. So sieht das Ganze dann aus. Und dann fließt das Wasser durch diese Öffnung direkt nach unten. Wenn Sie noch Fragen haben, scheuen Sie sich nicht anzurufen. AMC Schmidt, Wohnwagen in Idar-Oberstein.